Ich habe hier schon alles vorbereitet für meinen Schatz. Kannst du Mama tschüss? Pizza! Erzähl das nicht Jodie, sie darf dieses Video nicht sehen. Ohne Tuna und ohne meinen Schatz ist es halt so ungewohnt, so ruhig. Guck mal bitte nach. Guck doch mal bitte nach. Ich habe schon angefangen jetzt. Guck da, die Frau hat niemals Speicherplatz auf dem Handy. Sagt, ich drehe einen Vlog. Ich sag, dann mach doch mal Speicherplatz frei. Ja, aber ich habe so viele tolle Videos von Juna und die Menschen, die waschen. Ja. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen, liebes Team Tabea, zu einem neuen Video. Mama allein im Urlaub und Papa ist eine Woche alleinerziehend. Ich weiß, ich darf das nicht sagen. Ich habe gesagt, das stimmt ja nicht. Er ist ja nicht alleinerziehend, der könnte mich ja jeden Tag anrufen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ihr wisst, was ich meine. Ist nicht böse gemeint. Ja, so. Auf jeden Fall. Und ich bin auch nicht im Urlaub. Du bist im Urlaub. Nee, ich bin da zum Arbeiten. Ja, aber es ist ein Wellnesshotel. Es ist ein Wellnesshotel und ich bin dort auch zum Arbeiten. Genau, Papa ist 5 Tage alleine. 5 Tage, könnt ihr euch auf geile Videos freuen. Ich bin voll motiviert. Papa allein zu Hause, Teil 5, glaube ich, mittlerweile oder 4. Und ich nehme euch natürlich auch ein bisschen ins Hotel mit. Es wird nämlich ein sehr, sehr schönes Hotel, wie gesagt, ein Wellnesshotel. Und zwar fahre ich mit Laura. Wir wollen da an einem ganz, ganz tollen Projekt arbeiten. Könnt ihr später erzählen. Genau, und dann gleichzeitig auch noch einen Pool und auch ein Fitnessstudio. Aber das seht ihr dann alles später. Aber jetzt müssen wir noch flott einkaufen gehen, denn ich wollte ein paar Snacks und so weiter. Ich hoffe, das Hotel hört das nicht, aber wir holen uns noch ein bisschen Wasser. Weil Wasser ist im Hotel. Das darf man doch im Hotel. Relativ teuer. Wir haben keinen Bock, 8 Euro die Flasche für ein Schlückchen Wasser zu zahlen. Ein bisschen Wasser, ein paar Snacks, was ist dabei? Genau. By the way, ich habe hier schon alles vorbereitet für meinen Schatz. Yeah. Schatz. Ja. Yeah. Du hast. Für die ganz Dummen, weißt du? Sie guckt ihr euch, als ob ich mein Kind nicht anziehen kann. Du ziehst ihr ganz oft zu kleine Sachen an. Sachen mit verschiedenen Mustern. Du kombinierst Punkte mit Herzen. Ja, das ist mein Stil. Das ist mein Stil und ich habe meinen Stil. Und mein Stil ist so extravagant. Ich bin Russe. Ja. Extravagant. Apropos, wo ich das gerade sehe, sollen wir mal wieder ein Video drehen? Kennt ihr das noch? Oh entweder oder. Die kleinen Jonathan. Die kleinen Jonathan. Entweder oder, schreibt in die Kommentare, dann drehen wir das auf jeden Fall ab. Jodie hat einfach einen Koffer. Nur mit S. Warte mal. Mein Schatz verreist für 5 Tage. Du hast einen Koffer gepackt, der ist wie für 2 Wochen Urlaub. So viel hatten wir mit im Urlaub. Ich brauche allein schon wie jeden Tag einen... ein Outfit, ne? Ein Sportoutfit. Ah, okay. Dann brauche ich noch Chiller-Outfits, falls ich gechillt was schreiben möchte. Brauche ich Bikinis. Ja. Also, ein Koffer und ein Proviant-Koffer. Zu meiner Verteidigung, das ist für Laura und für mich. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und wir warten jetzt, bis Laura kommt, Jodie mit ihrem Gepäck für 2 Wochen abholt und dann fahren die Mädels los. 2 Wochen. Ist echt 2 Wochen, ne? Der Koffer wiegt eine Tonne, ne? Laura kommt bestimmt gleich mit einem kleinen Auto und dann kommst du hier mit so 2 Riesenkoffern an. Mit dem Smart. Jo, nee, aber Jodie. Laura, ich hoffe, du hast genug Platz im Auto, ne? Was? Ja, wir haben noch vorne einen Kofferraum. Jodie hat ihren halben Hausstand mitgenommen. Ja, die hat mehr mit als du. Und ich bin mit Baby und Kinderwagen. Ich bin grad, hä, was ist das? Schatz, ich glaube, mit dem Koffer wird schwer hier, ne? Ach, hier, noch einer drauf. Da. Ey, der ist riesig, ne? Ja, hier, ist noch ein Sitz frei. Ah, die ist noch sitzfrei. Können wir den umklappen? Ja. Fast fertig. Das Buch ist fast fertig. Gut, los. Komm, lass doch mal schnell rein. So, sagst du der Mama noch mal tschüss? Mama, tschüss. Magst du Mama, tschüss? Mama, tschüss. Juna. Kannst du Mama, tschüss? Hi Gracie! Na? Was geht ab? Ein ganzes Stück zurückfahren. Oh Gott, erstmal reinklettern. So. Das war elektrisch, ne? Wo geht das? Ich bin unser Nachbarn. Elektro. Den hin. Alles viel Spaß! Dabei. Tschüss! Tschö, viel Spaß! Tschüssi! Ciao, ciao! Juna, смотри, чего это? Pizza! Ja, Pizza! Bitte! Perfekt! Da ist die Mama einmal kurz weg, da rastet Papa und Juna aus. Es gibt nämlich bei uns Pizza und kleine Burger und Pepper Woods läuft parallel. Leute, tut mir einen Gefallen, erzählt das nicht Jodie. Sie darf dieses Video nicht sehen. Die ist gerade kurz weg und wir rasten hier komplett aus. Aber jetzt ist Papa-Tochter-Zeit. Juna und ich essen zusammen Pizza und Burger und parallel gucken wir Fernseher. Das kommt wirklich so gut wie nie vor. Juna, wkusna pizza?
Ist die lecker? Ja, ist lecker. Ihr wisst Bescheid. Vater des Jahres. Prost. Mm. Das sind absolute Goals. Mit seiner Tochter Pizza essen und Fernseher gucken. Geil. Wir sind gerade auf dem Weg, unsere Zimmer zu finden. Die Dame bringt gleich unser Gepäck hinterher. Mal sehen, ob wir es finden. Perfekt, ich bin einfach neben dem Fitness. Geil. Besser kann es nicht kommen. Zack. So, machen wir erstmal die Vorhänge auf hier. Wow, schaut euch meine Aussicht an. Das kann man lassen, würde ich sagen. Echt schön. Kleine Roomtour gebe ich euch auch noch. Das ist das Bett. Mega schön, gefällt mir sehr, sehr gut farblich. Und das ist mein kleines, aber feines Badezimmer. Oh, die brauche ich ja nicht mehr. Dusche, ne? Rain Shower, alles, was man halt so braucht, ne? Was das Herz begehrt. Kleiner Kleiderschrank, ne? Kühlschrank, oder? Ach, ja. Tatsache. Bademäntel zum Wellness machen. Fernseher, Schreibtisch. Kann ich direkt mein Schleppi drauf bauen. So. Liebes Team Tapia, wir waren jetzt gerade eine kleine Runde mal das Hotel besichtigen. Morgen zeige ich euch das natürlich auch noch. Wir wollten erst mal schauen, dass wir ein bisschen ankommen hier und mal gucken, wo überhaupt was ist. Es ist für mich irgendwie einfach gerade super strange, hier zu sein, ohne Juna und ohne meinen Schatz. Das ist halt so ungewohnt, so ruhig. So, keine Ahnung, sonst habe ich immer 20 Dinge im Kopf, die ich für Juna machen muss oder die wir machen wollen, die ich noch planen muss, die ich irgendwie organisieren muss. Und ja, jetzt ist so, steht so wenig an. Also klar, natürlich unsere Arbeit hier, die wir angehen wollen, aber es ist, ja, wie ich gerade schon sagte, sehr still. Aber ich denke, ich werde mich dran gewöhnen. Ich werde die beiden sehr vermissen. Klar, das ist das erste Mal, dass ich jetzt als Mama mal alleine unterwegs bin. Das erste Mal seit über 2 Jahren. Ja, es wäre ja komisch, wenn es nicht eigenartig wäre, denke ich. Von dem her, Laura und ich machen uns hier eine schöne Zeit, eine produktive Zeit. Ja! Was soll ich noch sagen? Ja, noch viel Spaß bei dem Video. Wow, oder? Ein Traum. Also da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch reinkommen. Wenn nicht vielleicht sogar heute schon. Молоко, где молоко? Смотри. Вот, да. Вот молоко, вот это молоко бери. Ага. Во. Ага. Так, закрывай холодильник. Опа. Так. На. Давайте помогу. Оп. Так. И туда. Супа. Шо. Окей, да с вами все фильм. Еще. Окей, стоп. Дальше. Это чего, Джуна? Эппл. Ну, это химбиан. Сай. Ноль. Три. Ноль. Ставь туда. Толь. Вот здесь. А потом вот здесь. Все, супа. Хай-хай. Пап. Да, бери, давай. Эппл. Hippie. Hippie. Oh, Papa Coffee. Papa Protein Shake. Oha. Juna, du hast ja schon fast alles aufgegessen. Vkusna. Ich bin ja jemand, der sich relativ schnell in solche Situationen einfindet, so gefühlsmäßig, so jetzt ohne Jody, komplett alleine das alles machen. Und irgendwie kennt man alleinerziehende Väter, vor allem auch irgendwie nur aus Filmen, so wirklich habe ich das Gefühl. So, natürlich gibt es sie außer Frage, aber ich habe da ganz großen Respekt davor. Auch vor allem alleinerziehenden Müttern außer Frage. Das ist natürlich so eine richtige, Herausforderung, ne? Wenn der Partner, warum auch immer, fehlt. Absolut nicht schön fürs Kind, außer Frage, aber manchmal ist es halt leider so. Kann ich auch verstehen. Ich habe auch mit einem guten Freund darüber gesprochen vor einer Weile,
der hatte nur seine Mutter und ist aufgewachsen nur mit seiner Mutter. Und auch das ist auch eine Herausforderung. Natürlich, die Mutter ist wichtig, aber wow, ich möchte damit einfach nur sagen, ganz großen Respekt an jeden da draußen, ob alleinerziehend oder nicht. Sauber! Sauber! Juno will sauber gemacht werden. Ihr macht es alle toll, wirklich. Alle macht es toll. Sauber? Du bist schon готов, все? Juno ist so ein kleiner Monk, ne? Ist ihm das so genehm? Oder wo soll ich noch sauber machen? Da. Da soll ich noch sauber machen? Ja. Oh, Juno hat echt so einen inneren Monk, ne? Es muss auf jeden Fall sauber sein. Immerhin was Gutes, hoffentlich bleibt das so. Ist das so okay? Ja. Okay, super. In der Kita haben sie uns erzählt, dass Juna den Kids die Spielzeuge aus den Händen nimmt, die wegräumt und die Schubladen zumacht. Also, wir räumen mit ihr immer zusammen auf. Das hat sie definitiv nicht von uns. Ich habe keine Ahnung, was bei ihr in ihrem inneren Monk abgeht. Ja, liebes Team Tapper, jetzt geht es weiter und wir schaffen jetzt ein bisschen was. Ich habe euch das wunderschöne Hotel gezeigt, also uns geht es hier auf jeden Fall gut. Jetzt arbeiten wir fleißig und... Hoffentlich. Ja. Mal gucken. Ich starre die ganze Zeit hier aufs Baby vor. Ja, stimmt, Marlene liegt nämlich drin. Ja, ich gehe nochmal rüber, der Ausschnitt ist mir zu klein. Man kennt das jetzt nicht auf. Mom leid. Oh, erstmal die Tür eben so ganz leise geschlossen, dann kam der Wind so bumm, dachte ich schon, nein. Ihr kennt es. Ich renne nochmal rüber. Also, liebes Tapia, ihr seht, uns geht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, John, Jody, Juna und dann auch hoffentlich wieder wir alle drei. Wir machen weiter. Pizza! Danke! Erzählt das nicht Jody, sie darf dieses Video nicht sehen.